Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Forzaton Live. Heute in dem schönen Bömer hier, der M5 aus Fortune Island. Und es geht auch direkt los. Heute mache ich wieder zwei Forzaton Lives, oder zwei große Runden. So, den Blitzer, ich denke mal, wir müssen umdrehen. Jawohl. Ich denke, der M5 sollte so fast alles können. Der kann schnell, der kann Offroad. Driften werde ich vielleicht auch können, wenn es sein muss. Fähigkeiten machen sollte auch ganz gut klappen. Eigentlich so gut wie alles. Und er sieht auch noch fantastisch aus. Das kommt noch dazu. Ich bin doch nicht alleine, also das sollten wir schaffen. Ich fahre mal nicht Offroad. Ja, wir haben Zeit. Links abbiegen. Okay, fuck, ich muss auch mal fahren. Egal. Doch, Allrad. Oh. Alter. Genau durch die Lücke durch. Oh. Alles gut, nichts passiert. Der Kollege hier. Habe ich hier 200 schon? Bei nächster Gelegenheit wenden. Guten Tag. Gut, von hier schaffe ich keine 200, aber ist egal. Wohl. Doch. Geht doch. Das Ziel ist auch schon gleich geschafft. Wir machen gerade gut Leute mit. Oh. Ja. Bremsweg von einem 1, fast 2 Tonnen Auto. Und eins beendet. Gleich gibt's Runde. Ah, danke. Bei nächster Gelegenheit. Bin ich wieder gelandet. So. Gut, dass ich Allrad habe. Mich hier ganz entspannt hoch. Driftzone, ja, sollte der Wagen auch können. Aber das ist nicht ganz egal. Ich werde den Wagen während eines Fortsatzes nicht wechseln. Ich lasse es einfach. Man kann es auch einfach so probieren. Rechts abbiegen. Oh ja, man merkt das Gewicht. Bevor noch viel Ford GT gefahren. Und ja, der fährt sich natürlich ein wenig anders. Dieses Dickschiff hier. Aber ein sehr schönes Dickschiff. So, jetzt hier. Oh, fuck. Komm. Wer siehst du mehr? Wenigstens 50.000 Punkte. Ist nicht viel. Besser als nichts. Die Teamleistung ist ja wichtig. Das ist meine Einzelleistung nicht besonders relevant. Aber als, wenn wir das als Team schaffen, dann ist das doch in Ordnung. Das war zu früh, das war zu früh. Macht aber nichts. Ja, schon besser. Aber da müssen am besten noch 70.000 Punkte her. Bei nächster Gelegenheit wenden. Was ist denn hier Schönes? Achso. Wow. Zu viel Grip sogar. Danke, Fabian. Genau, machst du das. So muss das richtig. Immer schön außerhalb der Driftzone driften, damit es besonders viele Punkte gibt. Du hast den Spielmodus auf jeden Fall verstanden. Du Genie.
Oh, oh, oh. Alles gut. Runde 2. Fahrenschild. Perfekter Wagen natürlich. Und ich darf wieder umdrehen. Ich hoffe an der Windmühle oder sowas. Das ist hier eigentlich ganz geil. Das tue ich leider nicht so. Aber das wird dann noch gehen. Kann man da schön Anlauf nehmen. Okay. Ach, das ist ein Schild. Kann man von hier überhaupt springen? Perfekt. Oh. Okay. Zum Glück nicht der Baum. In 200 Metern links abbiegen. Au, ist so weit nach unten. Oh, alles gut. Was aber? Hart an der Kante. Mal Glück gehabt. Komm ich nicht hoch. Hier? Wir haben bestimmt gerade den dämlichsten Weg überhaupt ausgesucht, um zu kommen. Okay. Ich will hier außen rumfahren. Nö. Das sehe ich überhaupt nicht rein. Ah, die gute alte Betonmauer. Bei nächster Gelegenheit. Ist hier meine Lücke oder sowas drin? Wow. So. Einmal will ich noch springen. Nur das eine Mal. Hallo. In 200 Metern und stehen bleiben BMW. Ich hab noch mal springen, brauche ich gar nicht. Da kommen ja oben gerade welche an. Und der erste. Der nächste bitte. Immer der Reihe nach. Komm, zwei noch. Ah. Doch schon gereicht. Da mache ich jetzt einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich auch wieder. Vielleicht geht es auch schon wieder los. Im M5 natürlich. Und wir sind jetzt hier am Bambra Castle. Oder zumindest in der Nähe. Da hinten ist es. Da sind wir hier so, naja, am Strand. Kann man sagen. 4, 3, 2, 1. Los! Und Blitzerzone. Ich tippe mal Offroad. Und, oh Gott, wie ist es schon? Ah, die Kurve ist mies. Ach, Offroad passt schon. Ist halt da schon schief gehen. Die Abkürzung bringt ja leider nicht so viel, wenn man sich denken könnte. Okay. So, das war ich noch gar nicht. Ach so. Ja gut, kannst du da auch auf die Karte gucken, Fabian. Ich dachte, wir sind hier schon. Ah. Ja. So typischer Fabian. Nach fast 400 Stunden Forza Horizon 4. Dann muss es gar nicht offen sein, wenn wir uns da hinfahren. Ich bin wohl zu seinen NVGT gewöhnt. Den bin ich wirklich letzte Zeit wirklich sehr viel gefahren. Der macht ja auch einfach viel Spaß. Und fährt sich auch wirklich sehr gut. Sieht sehr geil aus, hört sich geil an. Und halt verdammt schnell. Und fährt sich auch vielleicht ein wenig besser als dieser Wagen hier. Er kann mehr. Der Wagen fährt sich logischerweise auch gut. Ich meine, der hat Allrad. Das glaube ich, mein ganz Trieb ein wenig anders aussehen. Aber so geht er voll in Ordnung. So. Oh. Geht doch nicht Vollgas. So.
So. Ich habe einen V12 gehört, aber ich meine, keinen Lambo oder Ferrari gesehen zu haben. So. Okay, nach 1, glaube ich, nach 1 GT. Ja. Jetzt die Quersüste mehr. Das aber gezählt. Na Mensch. Ja, einmal könnte ich noch schaffen, durchzufahren. Okay, nein. Ich warte einfach mal kurz hier. Das erste Ziel ist ja wirklich ziemlich einfach. Fähigkeitsbereich. Bei nächster Gelegenheit wenden. Einfach nur eine Fähigkeitswertung erreichen. Natürlich Traktor. Traktor, genau. Trecker und Traktor ist Traktor. Ich glaube, der Preis für die größte Inkompetenz dieser Folge geht an mich. Rechts abbiegen. In 100 Metern rechts abbiegen. Ah, Flughafen. In 400 Metern rechts abbiegen. Muss ich eine Fähigkeitswertung erreichen? Also keine wie Sprünge, Drifts, einfach nur eine schöne Punktzahl. Ich höre mal kurz auf. Ich vermute sogar, dass sie gar nicht zählen. Weil meine Fähigkeitskette ja vor diesem Bereich. Okay. Hat doch gezählt. Weil der vor dem Bereich angefangen hat. Vor diesem rot oder rosa markierten Bereich. Fing ja die Kette schon an. Manchmal zählt das aber nicht. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 100 Metern. So. Wieder gut hier am Flughafen. Immer schon den Arsch kommen. Natürlich. Was? Wirklich? Ich jetzt. Dann hat sich gerade nicht wirklich meine Fähigkeit, meine Kette beendet. Wow. Starke Leistung. Ich würde sagen, der Platz 2 in dieser Folge für die Kompetenz geht leider nicht. Die Blitze ist mein Ding. Könnte der auf der Autobahn? In 100 Metern rechts abbiegen. Können wir hinkommen? Wird neu berechnet. Ja, ja, Anna. In 400 Metern scharf links abbiegen. Hab ich gemacht. In der Stadt, ne? Die Autobahn. Oh mein Gott. Ach, der Blitzer ist das. Das ist der. Nee, Princess Street war das nicht. Wie heißt denn der? Oder ist doch der Princess oder Princess Gardens irgendwie sowas? Bei nächster Gelegenheit wenden. Oh, alles gut. Oh Gott, Alter, schnell der ist. Ja. Das Wagen ist vielleicht ein wenig schneller als meiner. Ich meine, meiner ist natürlich auch extrem langsam, mein M5, muss man auch nicht mehr sagen.
Komm, schaff mal wieder easy. Ich bin sogar gerade im Überlegen, noch in dieser Folge einen dritten Forza dann ranzunehmen. Weil zwei sind jetzt irgendwie ein bisschen kurz, oder? Eine Folge. Die ist dann ja, ich schätze mal, sie ist nicht mal 20 Minuten lang. Das ist ja eigentlich schon ein bisschen kurz, ne? Machen wir mal als Bonus drei Stück. Sagen ja, ne? Dankeschön. War ja auch wieder dank meines Teams ziemlich einfach. Aber wir machen heute mal noch einen dritten Fahrzeug dann. Also noch ein Cut und bis gleich. So, willkommen zum letzten Fahrzeug für heute. Ich denke mal, drei sollten auch für eine Folge reichen. Ich denke schon. Das sollte lang genug sein. So. Wir sind wieder. Ja, doch ein paar Spieler. Haben sie wieder welche zusammengefunden. Finde ich gut so. Was aber noch so beliebt ist. Oh, das sieht Rossi geil aus. So, Gefahrenschild. Ist ganz zufällig hier in der Nähe. Okay, komm ich hier hoch? Okay, nein. Hätte sein können. Ob man da auch springen kann. Ja. So, wenn ich Anlauf nehme. Ja, Volvo Iron Knight. Kann man natürlich auch machen. So, Aufnahme läuft noch. Schau, Alter. Oh Gott. Da haben wir Wagen. Wenn ich fahre, ist der Wagen wirklich arm dran. Naja, aber lieber arm dran als arm ab. Oh, schlechter Witz. Komm, einmal will ich noch. Und ja. Das war schon. Driftzone, perfekt. Aber dieses Mal bitte nicht Offroad. Ich vermute mal, es wird doch Offroad sein. Oh Gott. Ruhig, BMW, ruhig. Nicht mal 30.000 Punkte. Was ist da los? Umdrehen. Okay. Zurücksetzen. So, was schaffe auch irgendwie nur ich, mich irgendwo festzufahren. Da habe ich ja anscheinend eine Stärke für. Eine sehr ausgeprägte Stärke. Schön. Bisschen noch mit dem Arsch rum. Na, schon besser. Ja, ich mache Fortschritte. Schön. Schön quer BMW. So. Ja, er noch. Ah, geschafft. Noch ein Gefahrenschild. Ah, und hier lang. Aua, aua. Da haben wir Wagen. Pray for Ford Crown Victoria. Gestorben 2019.
Das Gefahrenschild mit dieser ekligen Kurve davor. Weil mich überhaupt nicht schnell nehmen kann. Oh Gott. Schatz, bin zu Hause. Bei nächster Gelegenheit wenden. So, kann der sind auch noch gleich mal. Immerhin fast 60 Meter. Ja, jeder Meter zählt hier. Ich hasse das. Ich höre diesen Motor wirklich sehr gern, aber ich sehe dazu nicht gerne solche Autos. Das passt einfach überhaupt nicht. Macht wahrscheinlich auch performance-technisch nicht unbedingt so viel Sinn, dort so einen Riesenmotor einzukloppen mit so viel Leistung. Der dann wahrscheinlich auch noch aufgebaut ist. Der Motor wird ja wohl nicht Serie sein. Der Convertibler. Das macht meistens nicht so viel Sinn. Alter. Wie schnell sind wir denn bitte? Vielleicht sind sogar drei Runden zu kurz für eine Folge, aber mehr gibt's nicht. Was es aber gibt... Ich habe jetzt ja ordentlich Punkte bekommen. Dafür möchte ich mir natürlich auch was kaufen. Wow. 215 Punkte. Ist jetzt ja nicht, leider nicht so viel. Ich gehe mal in den Forza-Shop. Das müsste ja reichen. Auf jeden Fall ein Super Wheelspin. Wobei... Ich muss ja sagen, ich hatte in den letzten Tagen bei den normalen Wheelspins wirklich ziemlich viel gutes Zeug dabei. Das hat mich wirklich überrascht. Da waren echt viele geile Sachen. Ich habe heute, glaube ich, auch noch einen Nissan GTR LM Nismo gewonnen. Beim normalen Wheelspin. Ich habe oftmals auch viel Geld gewonnen. Das war super. Echt geile Sachen gewonnen schon. Und jetzt hoffentlich auch noch was Geiles. Na gut, den Expo habe ich schon, aber kann ich verkaufen. Ich hatte sogar fast einen TT erst gewonnen. Der war da gerade oben. Aber noch ein Super Wheelspin. Und hoffentlich auch ein super duper Preis. Wenigstens einer. Alter. Okay. Stiefel ist mir egal, aber ein fucking McLaren F1 GT. Der kostet, glaube ich, bei der Automesse oder Autoshow über 5 Millionen Credits. Oder über 4 Millionen auf jeden Fall. Das sollte ich mal kurz gucken, was der kostet. Ein F1 GT, Digga. Alter, das ist geil. Ich guck mal kurz, was der so kostet. So interessenhalber. Ich meine, der kostet irgendwie so 4,5 Millionen ungefähr. Oder 5,2, irgendwie sowas. 4,2. Auf jeden Fall kostet der ein Schweinegeld. Da sind wir uns, denke ich mal, einig. Okay, das ist natürlich sehr geil. So, McLaren F1 GT. Der kostet 5,2 Millionen. Wenn ich ihn mir kaufen würde, habe ich ihn gerade gewonnen. Also, ich meine, was will ich denn mehr? Ist doch geil. Und mit diesem geilen Hauptpreis, oder Hauptgewinn, würde es schon Hauptgewinn nennen. Was will man noch mehr? Vielleicht waren der mit 10 Millionen kostet, aber... Mit dem F1 GT bin ich doch halbwegs zufrieden. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Ich meine, das Format wird jetzt nicht so häufig kommen, aber so ab und zu habe ich da schon mal Bock drauf. Vielleicht wieder vielleicht in 2 Wochen kommt das Format wieder oder irgendwann mal gucken. Ist eher so für zwischendurch gedacht. Soll das nicht wie dreimal die Woche kommen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen langweilig, wenn das so oft kommen würde. Aber ab und zu, finde ich, kann man das mal machen. Weil man sowas Cooles danach auch gewinnt, als Belohnung. Macht dann umso mehr Spaß. Wenn man noch sowas Fettes gewinnt. 5,2 Millionen, ey. Finde ich geil. Dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht morgen 18 Uhr. Und tschüss. Und der Typ da vorne kann nicht fahren.